Heute in Mario Kart 8 sprechen wir mal darüber, welche Games eventuell sogar released werden und welche ich gerne haben würde. Hey Leute, was geht? Hier ist wieder die Glosche mit einem brandneuen Part von Mario Kart 8 Online. Es ist ein bisschen länger her, wo ich den letzten Part aufgenommen habe, aber ich liefere ja euch eigentlich die ganze Zeit irgendwelche Videos. Und wie ich schon vorher angeteasert habe, reden wir natürlich über, ja, welche Games könnten denn eventuell released werden. Ach, da gibt es ja einige, wie auch wahrscheinlich viele wollen. Aber wir reden erstmal darüber, was ich gerne haben würde, aber nicht halt so auf realistischer Basis, sondern so allgemein mal. Also ich persönlich würd mich eigentlich über einen Banjo-Kazooie-Teil für die Wii U freuen, aber ob das so wahrscheinlich ist, ja, das sei mal dahingestellt. Ob das überhaupt kommt. Aber da ist, glaub ich, deutlich. Okay, ein bisschen wahrscheinlicher ist dann wahrscheinlich dann noch Star Fox Adventure. Also, okay, es ist nicht so das normalste Star Fox gewesen, aber ich mochte es. Es hatte seinen Charme, halt mal mit Star Fox nicht nur irgendwelche Sachen einfach abzuballern, sondern irgendwelche Rätsel zu lösen. Und diese Saurierwelt fand ich eigentlich auch recht cool. Und diese Bosskämpfe, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn davon ein Remake gemacht wird für die Wii U. Ach ja, das wäre cool. Oder, ja, da gibt es ja noch einiges. Zum Beispiel ein Pokémon Kolosseum, bzw. XD Remake. Und das halt dann noch mit Online-Funktion. Wow, das würde ich aber richtig, richtig, richtig hypen. Ich glaube, einige andere auch, die diese Spiele auch mal gespielt haben. Ich muss leider sagen, XD hatte ich nie gespielt, aber Kolosseum hatte ich zu 100% damals durchgespielt. Und fand das Spiel eigentlich recht cool. Ja, auf jeden Fall gibt es auch noch viele andere Spiele, die in Frage kommen würden für ein Remake. Vor allem viele N64 Games könnten geremaked werden, aber auch einige ja, GameCube Spiele. Da kann man ja zum Beispiel auch noch Super Mario Galaxy oder Super Mario Sunshine oder so in der Richtung, wie es wahrscheinlich dann. Oder noch irgendwelche Titel, die ich vergessen habe oder so. Also für mich persönlich war die GameCube-Zeit eigentlich die richtig geile. Man hatte Mario Kart Double Dash, man hatte Pokémon Colosseum, man hatte Star Fox Assault und dann noch ein Star Fox Adventure. Okay, na, ich mochte zwar Super Mario Sunshine nicht so, aber jeder hat anderen Geschmack. Also von daher. Ich fand es halt nur ein bisschen schade, dass für die GameCube kein Yoshi-Teil rauskam. Ein bisschen schade fand ich das schon. Aber dafür kam ja für den DS ja einiges raus und man kann ja nicht alles haben, aber nächstes Jahr wird. Oh Gott, ne, so viele Spiele! Oh Gott, ich weiß gar nicht, ob nächstes Jahr überhaupt ein Remake stattfindet, aber ich glaube, mindestens einer wird wahrscheinlich, glaub ich, dabei sein, aber wir werden ja gespannt sein. Ein Super Mario Galaxy? Würde ich nicht nein sagen. Definitiv nicht. Oder was ist eure Meinung, welche Spiele ihr am besten remaked haben wollt auf der Wii U? Aber wir können ja auch mal noch ein bisschen weiter das Thema ausholen. Ja, der GameCube, ja, der wurde halt nicht so oft verkauft, aber trotzdem war eine gute Konsole. Und ja, das ist ja genauso auch mit der Wii U. Die ist eine gute Konsole. Die Spiele laufen alle flüssig. 60 FPS. Ja. Auf 1080p. Das kann nicht jede Konsole behaupten. Nee, nee, nee. Okay, jetzt geht das in Richtung Hate, aber nee, lasst mal lieber. Das sollte ich dann lieber lassen. Die PS4 und die X-Bone. X-Boon. Ach, X-Boon. Oh Gott, ich bin ja heute mal wieder witzig.
Ja, geil. Auf jeden Fall gibt es so viele Spiele, die eventuell noch geremixed werden können. Aber wahrscheinlichsten wird wahrscheinlich. Ja, also meiner Meinung nach, das Wahrscheinlichste wäre eigentlich irgendein Mario-Teil. Eventuell sogar ein Paper Mario, aber ob das jetzt neues. Aber da gibt es, glaube ich, eher dann eher in Richtung ein neues. Dass es ja so ein Paper Mario in neu gibt. Ja, ich habe leider Paper Mario nie so wirklich angespielt. Darum, ja, kann ich nicht so wirklich was über Paper Mario sagen. Ob mir das Spiel so allgemein gefällt oder so. Ich müsste es aber irgendwann mal nachholen, so Paper Mario mal zu machen. Aber wir werden es auch sehen. Ah, nächstes Jahr, das wird so geil, so geil. So viele Spiele, die ich haben will. Als Star Fox natürlich. Da wartet man schon ewig drauf. Das ist doch typisch. Man wartet Ewigkeiten auf ein richtiges Star Fox. Ach, der für 3. Okay, 3DS Remix gab es, glaube ich. Und dann gab es, glaube ich, auch noch diesen DS-Teil, dieses Star Fox Command. Oder wie auch immer das Spiel heißt. Mit so einer ganz bescheuerten Steuerung. Für meine Verhältnisse. Ah ja, das war ja wieder in Richtung Arvings 2. Kann man so sagen, glaube ich. Ja, Arving war ja der normale Name von Star Fox früher, den es auf der SNES gab, und ja, da war doch das Spielprinzip noch ein bisschen anders. Man hatte zwar ja auch mal solche Level wie in den üblichen Star Fox Spielen, aber allgemein war es ja meistens eher so, dass man ja irgendwo rumgeflogen ist und halt irgendwas abgeknallt hat. So in der Regel war das dann. Im Weltall ist man rumgeflogen und hat irgendwas ab. Ja, aber es gibt gute Star Fox-Spiele, das muss man echt zugeben. Darum mag ich auch Star Fox. Und der Yoshi-Spiel wird natürlich auf jeden Fall durchgenommen. Yoshi, natürlich. Was denn sonst? Denkt ihr, ich nehme Yoshi nicht durch? Oh Gott, das klingt irgendwie voll versaut, meiner Meinung nach. Das sollte eigentlich nicht so versaut klingen. Aber reden wir nochmal weiter über die nächsten Spiele, die es nächstes Jahr rauskommen. Nehmen wir mal Splatoon. Ja, sieht interessant aus vom Gameplay her. Sieht bestimmt ein netter Paint-Shooter für den Online-Modus. Und der Singleplayer sieht auch nett aus. Den kann man ja auch durchspielen. Also von daher, für nächstes Jahr ist es deutlich besser als dieses Jahr. Ja, bin ich zumindest der Meinung. Bis auf, ja, Mario Kart und Smash Bros. Sind ja schon draußen, also hat man davon auch noch so viel. Nächstes Jahr, da kann man auch noch so viel nächstes Jahr machen. Und ja, was soll ich denn jetzt noch? Ja, es gibt noch diesen Mario Maker, da freuen sie. Ah, ich denke mal, da werden die Leute auch richtig geile Level rausmachen können. Nur halt ist das Problem, ich bin ein schlechter 2D Mario. Das ist. Ah. Ich kann 2D Marios nicht. Das ist mein großes Problem. Ich kann einfach kein 2D Mario spielen. Das ist nicht so gut. Und wenn, dann stelle ich mich scheiße an. Das ist öfters mal ein richtig großes Problem bei mir. Aber ich schweife schon wieder vom irgendwie Thema ab. Ja, Marios Maker hat mir jetzt gemacht. So. Ach ja. Viele warten bestimmt auch noch auf das neue Zelda. Es sind ja auch schon einige Bilder davon bekannt gegeben. Aber es wurde ja halt noch nicht die Gegner gezeigt. Und ja, es wird bestimmt noch einiges an der Landschaft getan. Das Spiel kommt ja, glaube ich, erst am Ende, ja, 2015 dann raus. Und von daher kann man noch recht viel erwarten von dem Spiel. Dass sie noch die Grafik eventuell noch erhöhen. Oder ein bisschen ausschmücken oder noch ein paar Sachen reinmachen. Also von daher, für nächstes Jahr ist eigentlich gut ausgesorgt. Und ja, später kommt dann noch mein ja, Review von den letzten Jahren. Bis dann. Ja, würde ich dann mal sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part von Mario Kart 8 Online mit euren DD Yoshi. Bis dann und ciao.